So, schönen guten Abend, liebe Leute. Willkommen zu Dark Souls 3 in unserem Durchgenudelt. Teil Nummer 1 ist das. Und so wie ich sehe, scheint es alles zu funktionieren. Und mit dabei heute der Julian. Hallo. Und der Spieler ist jetzt schon fleißig, der ist schon ordentlich dabei. Vielleicht gibt es ja ein paar Hinweise für mich. Und wir werden mal schauen, wie weit wir kommen. Wir machen das in einem halbstündigen Rhythmus. Das heißt, nach einer halben Stunde gibt es eine kurze Pause. Denn ich teile das dann für die YouTube-Teile so auf, wo ihr dann auch nochmal alles schauen könnt. So, wir fangen ein neues Spiel an. Ich habe zwar heute schon mal ganz kurz reingelunzt. Und wir starten den Timer eine halbe Stunde ab jetzt. Kann ja nicht sein. Sollen sie einen Baum und sich welchen kaufen? So, die Leute sagen kein Ingame-Ton. Kann das sein? Aber ich habe doch eigentlich... Ausschlag haben wir. Also eigentlich sollte Ingame-Sound sein. Oder hat man nur mich jetzt nicht gehört? Das war gewollt. So.
Wir wollen das Geschlecht natürlich auch weiblich ändern. Ritterklasse soll passen. Ja, was nehmen wir denn? Reines gesegnetes Weihwasser stellt TP vollständig wieder her. Ja, das ist halt immer so. Nimm doch göttlicher Sicht. Ich brauche was auf lange Sicht. Ja. Alles andere ist scheiße. Dich hört man. Ja. Wie mich hört man? Ja, natürlich hört man mich. Nee. Oh Mann, ich wollte schon wieder mit Viereck angreifen. Nein, ich glaube, es geht darum, dass wir vom Ingame irgendwie kein Sound rüberkommt. Das ist nicht meine Sache. Was sind. Das ist natürlich komisch. Aber am Anfang soll uns das eigentlich auch mal genügen. Du hast keinen Ton zu haben. Ich kann das ja gleich, werde ich das nochmal checken. Wir bleiben mal auf normal. Geschlecht passt, Alter passt, Stimme. Haben wir eine Stimme jetzt? Nein, also nicht mehr als sonst. Also nicht. Ja, das ist üblich halt. Aber ich kann halt. Körperbehaarung. Ja, als Frau ändern. Super. Bauch. Was heißt denn Körperdetail? Weiß ich nicht. Geh drauf. Ah, okay. Ich kann jetzt den Körper nochmal extra die Muskulatur stärker oder geringer machen. Ja, in zwei Stufen, also in einer Stufe. Nee, über Körperbaudetail geht das auch in mehreren Stufen. Ach so, ja, komm. Da hast du dir wieder mal keine Mühe gegeben, mein Lieber. Ich habe mir alles angeguckt, aber ich brauche keine Frau, die Muskel, also die Arnold Schwarzenegger ist. Wie meine schwule Schwester. Jetzt gucken wir mal, ob es da irgendwie ein nettes Gesicht gibt. Deine Zuschauer haben es doch sowieso alle schon durch, weil alle illegal sich wieder irgendwo das gezogen haben. Das weiß ich nicht. Aus Japan. Sichtbares Alter. 3. Ja, darf ich das dann verstehen? Ich war schon bei 14, das hat sicher nichts mit den Jahren zu tun, aber ich dachte mir, nee, das kannst du nicht bringen. Dann habe ich 21 gemacht. Farbe, ich mache Custom-Farbe. Ich glaube, ich nehme so ein feuriges Feuerrot. So ein dunkles Rot. Ein feuriges Feuerrot ist aber recht hell. Schnauze jetzt. Bin ich der Grafiker oder du? Hey, hast noch nie ein Feuer gesehen? Jetzt, das eine ist das, wie man es benennt, und das andere ist, was die Realität dir sagt. Das ist Blödsinn. Olivgrün sieht aus wie das Grün einer Olive. Tannengrün ist das Grün der Tanne. Jetzt. Psst. Hier so. Alter, was sind das für Frisuren? Lass mich raten, du hast den Zopf genommen. Ja, den geflochtenen Zopf. Den Pferdeschwanz. Den geflochtenen Zopf. Geflochte? Der ist ja. Nicht diesen Knoten, diesen Dutt? Nein, den geflochtenen Zopf, Mann. Ah, okay, den Tomb Raider Zopf da. Ja, wenn du so möchtest. Ja, möchte ich. Ich bin mir uneinig. Nehmen wir die glatten Haare mal. Augenbrauenform. Achso, wenn man die so ändern kann, ist das in Ordnung. Bart brauchen wir nicht. Wimpern sollen mir auch Wumpe sein. Pupillen. Farbe der Pupillen. Kriegt sie blau. Fertig. Kosmetik. Augendefinition. Das habe ich nicht mehr gemacht. Ich dachte, ich ist wohl wieder bin keine Kosmetikerin. Dann soll mich das nicht interessieren. Nee. Gesichtsform. Ich möchte aber ein bisschen. Ich finde immer das Kinn
Und den Kiefer immer total kacke. Aber wenn ich mir das hier gerade so angucke, ich finde zum Beispiel das Kinn immer viel zu weit hinten bei den Souls-Spielen. Der Ästhet schlägt wieder zu. Ja, so ist es halt. Ich finde das Profil sehr häufig nicht schön. Das sieht immer so ganz komisch aus. So, es wird gefragt, darf ich dir helfen? Nein. Ja, wir spielen die PS4-Version. Also wird das wahrscheinlich nur gehen, wenn ihr die PS4-Version habt. Und wenn, dann würde ich es wahrscheinlich eher andersrum machen, Leute. Dann helfe ich euch, weil dann bin ich außerhalb der Gefahr. So, wir haben alles. Wir können die Erstellung abschließen. Und bevor wir das machen, werde ich jetzt ganz kurz nochmal den Sound checken, woran das liegt. Deswegen nicht fortgehen. Aha. Wir sehen uns gleich wieder. Der Stream geht wahrscheinlich jetzt kurz offline, damit ich das checken kann, weil es kann sein, dass ich das Programm einfach nochmal neu starten muss. Also, bis gleich. Sowas, einfach kein Sound.